Lukas, say ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trollers. Und Leute, heute ist es soweit, ich werde mich für alle Trolls rächen, die Copper in letzter Zeit an meiner Base verübt hat. Erstmal Dankeschön, ihr habt mir sehr viele Ideen in die Kommentare geschrieben von verlager Copper seine Base in das Loch, heb das Loch weiter aus und verlager den Rest zu Copper oder bau einfach an Copper seiner Base so ein Loch. Wenn alles klappt, werde ich direkt nach dieser Folge eine weitere Folge Troll Wars aufnehmen und in der werde ich Copper ranholen und werde ihm erzählen, hey, wollen wir vielleicht eine Farm-Folge zusammen machen und ich glaube, meines Wissens nach müsste er sich an seiner Base ausgelockt haben. Aber Leute, bevor wir jetzt loslegen, wenn ihr mehr davon wollt, wisst ihr, was zu tun ist, slayt den fetten logischen Daumen nach oben durch und wenn ihr kein Video mehr verpasst, wollt, slayt den Abo-Button durch und drückt die Glocke an, so solltet ihr kein Video mehr verpassen. Okay, Leute, wir haben jetzt eine ganze Menge vor. Ich muss erstmal schnell mein Zeug hier irgendwie ablegen. In den letzten Folgen habe ich mich ja sehr darauf konzentriert, meine Base zu verschönern. Mein Mikrofonarm ist, by the way, hört ihr das? Klingt wie so eine Luftpumpe. So, Leute, ich zeige euch das jetzt eben mal. Ich habe hier nämlich angefangen, das Loch auszuheben. Ihr seht schon hier rechts, ich habe etwas offen und zwar Building Wand. Ich habe auch ein paar Kommentare und auch Tweets bekommen. Ihr könnt mir, by the way, auch die Vorschläge auf Instagram, Twitter schreiben. Links unten in der Videobeschreibung. Auf Twitter hat mir jemand einen Vorschlag geschickt, dass ich das Ganze mit einem Building Wand machen soll. Das ist wahrscheinlich auch etwas sicherer, weil er hat ja starke Abwehrmechanismen, ja? Lavagraben, Minigun. Blöcke, die einen anziehen, Blöcke, die einen abstoßen. Das ist alles schon sehr krass bei ihm aufgebaut. Ihr wisst ja, in der Folge, wo ich bei ihm gestorben bin, da hatte ich echt nichts zu lachen. Wir nehmen mal eben noch den Käse hier raus, befüllen den noch einmal und füllen das Ganze jetzt nochmal neu auf. So, und spätestens dann nächste Folge, also wenn, nach der Folge, wo Copper vielleicht darauf reagiert, muss ich mich echt mal drum kümmern, dass ich vielleicht einige Sicherheitsmaßnahmen aufbaue. Lasst mich bei eben hier noch ein bisschen Kohle reinpacken, damit das passt. Ah, den Eisding können wir ja mal noch hier reinpacken. Ich schlafe noch einmal, damit keine Monster da sind. Dann fliege ich schnurstracks Richtung Copper und fange dort an. Ach, verdammt, ich hätte es fast vergessen. Ich muss mir noch so ein Building Wand machen. Okay, dafür kann ich jede Art von Holz verwenden. Oder du hast Spruce. Das ist jetzt die Frage. Nee, ich kann alle Blöcke verwenden. Ich brauche nur Gold dafür. Pass mal auf, dann machen wir das gleich so, dass ich einfach ein paar von meinen Goldklumpen verwende. Drei brauche ich und ein bisschen Holz. Das heißt, es reicht, wenn ich eins und... Was denn? Ich brauche mehr. So, mein restliches Holz lasse ich hier. Das brauche ich nicht. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf zu Copper. Ich muss in... Wartet mal, Sichtweite. In die Richtung muss ich. Ich hoffe. Ach, by the way. Ich zeige euch mal eben noch eine Kleinigkeit, die ich komplett vergessen habe. Ja, ohne euch hätte ich es gar nicht mitgekriegt. Das hier von Daniel ist nicht nur eine riesige Skulptur, die meine Schönheit unterstreicht, sondern ein Parcours, den ich machen kann. Den werde ich wann anders machen. Den könnt ihr jetzt ja auch einfach mit dem Jetpack cheaten, aber das werde ich nicht machen. Den werde ich noch legit machen. Vielleicht mache ich die nächste Folge, wenn Copper dabei ist. Vielleicht mache ich den mit Copper zusammen, wenn er eh schon... Ah ne, er ist ja dann in seiner Base eingesperrt. Irgendwo so in die Richtung müsste Coppers Base liegen. Ist schon wieder eine ganze Weile her, dass ich da war. Ich muss jetzt danach auch bald mal anfangen zu schauen, wie ich... sag ich mal, vielleicht irgendwie eine Farm aufbaue. Ich hatte ja die Idee, meine ganzen Farm-Sachen in die Unterwasserbase zu verlagern. Das werde ich noch machen. Irgendjemand hat auch in die Kommentare geschrieben, ey Logo, wann gehst du in eine Unterwasserbase? Mach ich noch, versprochen, steht auf der Agenda-Liste. Wir müssen mal eben abstecken, ab wo es gefährlich wird mit den Turrets. Vielleicht hätte ich meine Schokoladenrüstung mitnehmen sollen. Lol, ein oranges Schaf. Hui, hallo. So. Ah, das sind die Comments für den Building Wand. Oh nein, ich dachte, man klickt damit einfach nur. Egal, gucken wir gleich mal. Ab wo ist es hier gefährlich? Ab wo reagieren die? Okay, ab hier fängt der Bereich an. Aber ich habe nicht ganz so viele Blöcke. Oh, okay, ab hier vorne, ab hier vorne, ab hier vorne. Okay. Okay, jetzt warten wir kurz. Regenerieren. Also ab... Lasst mich dort mal einen Markierungsblock setzen. Ab hier fangen wir an. Okay, wir fangen ab da an. Und ziehen ihn bis da rüber. Ich darf eh nicht zu nah an seine Base ran. Sonst ziehen mich diese komischen Blöcke in den Lavagraben. Da vorne fängt der Lavagraben an. Da bin ich ja auch schon einige Male reingefallen. So, das heißt, hier lang kommt die erste Schicht. So. Okay. Passt mal auf. Dann machen wir das folgendermaßen. Was ist denn hier los? Kommt das aus Copper Space? Talk about the car operator.
Oh, Bill Gates. Hat er vielleicht noch Blöcke? Nee. Ja, wir reden jetzt nicht über das Code Operating System. So, wir stehen jetzt hier oben. Wir ziehen die erste Wand von da nach da. Gleich werde ich voll regeneriert. Bin mal da vorne. Könnte schon sein, dass die Turrets auf mich schießen. Ich muss jetzt kurz schauen, wie das funktioniert. So, ich glaube so. Und... nein. Vielleicht hätte ich mich mehr mit diesen Stäben auseinandersetzen sollen und nicht die Comments aus dem Chat löschen. Ihr werdet mir nicht glauben, ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht, um rauszukriegen, wie man diesen Block hier verwendet. Also diesen Building One. Ja? Es ist nicht nur Rechtsklick und X, wie es in der Beschreibung steht, sondern Rechtsklick, X gedrückt. Ha! Ha! Nicht im Ernst, Logo. Ich brauche Blöcke, um da hochzukommen. So, gib mir mal mein ganzes Zeug wieder. Dankeschön. Ich hatte mein Jetpack nicht mehr an, weil ich dachte kurz, vielleicht liegt es am Jetpack. Hab's ausgezogen und hab's jetzt rausgekriegt. Man muss dazu noch rechte Maustaste gedrückt halten. Ich Vollidiot. So, meine Erfahrung. So, dann baue ich mal den Grabstein ab. Muss das mal schnell alles wieder sortieren. Nach. Da. Ich glaube, das Feld hier mache ich einfach mit der Hand fertig. Ich hoffe, meine Blöcke reichen einfach, aber sollte eigentlich hinkommen. So, ich muss die Blöcke aber wieder mitnehmen. Jeder Block zählt, dass ich das hier fertig kriege. So. Okay. Gucken wir uns das jetzt mal oben drauf an. So, schaut euch das Meisterwerk an. Ich habe schon angefangen, den Rahmen zu ziehen. Geht ja relativ schnell. Vor allem, ich muss halt gucken, dass ich außerhalb von der Turret-Reichweite bleibe. Und da geht es besser, den Rahmen von oben nach unten zu ziehen. Weil die Turrets unten am Boden alles vernichten. Wir müssen mal noch ein kleines Zippelnario vorne. Oh, jetzt hier wird Magie passieren. X. Pa. Okay, wir müssen eine Stelle nach der anderen machen. Woo, es hat funktioniert. Oha, jetzt habe ich die Wand 2 dick gemacht. Ich habe die 3 dick gemacht. Und damit meine ganzen Steine verschwendet. Eine Stunde später. Ich habe keine Waffe mehr. Mein Schwert ist vorhin kaputt gegangen. Nein! So, wir machen jetzt erstmal langsam hier oben die Decke, bevor ich zu den Problemzonen komme. So, ich hoffe mal, das reicht. So, X, pam. Ah, perfekt. Mindestens ist die Decke jetzt endlich fertig. Diese Microsoft-Mitarbeiter hier. Junge, was ist denn los? Ich habe keine Spitzhacke mehr. Muss ich das jetzt... Oh, ich muss mit der Hand... So, jetzt machen wir den hinteren Teil. Oh, 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 nicht sterben, nicht sterben. Alter. Oh, das wäre es fast wieder gewesen. Ich bin viel zu nah dran. Von oben sind die Turrets kein Problem, aber von unten töten die mich. So, ich fange jetzt an, von da nach da zu setzen. Okay, ich habe den Block markiert. Oh, jetzt ist es nur noch eine Frage, hier rüber zu kommen. So. Oh, Creeper. Rechtsklick. Oh. Ah, ist okay, wenn er jetzt explodiert. Es geht langsam voran. Ah, nein, die Turrets schießen immer noch auf mich. Okay, weiter geht's. So. Guck mal, wie weit hoch wir kommen. Wir wollen ja hier auch nochmal fertig werden. Oh, jetzt nur noch einmal, dann haben wir's. Meine Steine sind gleich alle nicht wieder farmen. 2 Stunden später. Alter Schwede. Vielleicht farme ich auch noch mal kurz aus dem Stückchen, wo ich diese Dreierschicht gebaut habe, noch ein paar Steine raus. Dann sollte das vielleicht klappen. So, den Rahmen noch und dann schaffe ich das. Wenn nicht, fange ich noch an, diese Dreierschicht anzubauen. Ich muss nur 2 Seiten schaffen. 2 verdammte Seiten. Dann geht das klar. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens schon eine neue Diamantspitzhacke. Und ich habe jetzt übrigens auch ein neues Eisenschwert gemacht. Ja, schaut euch an, wie nice das ist. Das hat natürlich einen kleinen Kratzer. Hoho. Wir haben noch 2 Wände vor uns. Das ist alles. Ah, nicht auf mich schießen. So, die Steine hier nehmen wir auch mal kurz mit. So, jetzt noch einmal. Und... X, pam! Yes! Nein, 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 nein. Nicht mich töten. Ah, das geht so nicht, das geht so nicht. Da muss ich einen Block ansetzen. Ah, yes, ich hab's! Alter Schwede! So, jetzt müssen wir nur noch den Boden machen, dann haben wir's. Aua! Oh nein! Bis jetzt, das wär's was gewesen. Ich muss jetzt echt mal wieder ein bisschen Leben regenerieren. So ist... Ah, hier vorne ist noch ein kleines Stückchen frei. Was ein Mammutprojekt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert.
Selbst noch durch diese Cobblestone-Wand hört man die Party von den Microsoft-Mitarbeitern. Ich bin so froh, jetzt nach stundenlanger Arbeit hat es sich gelohnt. Ich habe es endlich geschafft, seine gesamte Base einzubauen. Jetzt kann ich hier auch ohne Probleme ran. Und vor allem, ich kann an seine Base ran, ohne dass mich die Miniguns töten. Und bevor ich jetzt das Video beende, eine winzig kleine Sache. Wenn ihr morgen schon die nächste Trowers-Folge wollt, wo ich Copper ranhole und er auf diesen Trow reactet, also ich erst so tue wie, hey Copper, willst du vielleicht mit mir aufnehmen? Wir machen uns eine chillige Farm-Folge. Und er dann auf den Server kommt und reactet, dass er diesem Cobblestone-Ding feststeckt. Da wisst ihr, was zu tun ist. Slayt einen fetten logischen Daumen nach oben durch und... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.